In der NSA-Spionage-Affäre wird die Kritik an der Bundesregierung immer lauter. Die Opposition macht Druck und wirft dem Kanzleramt Versagen bei der Aufsicht über den Bundesnachrichtendienst vor. Der BND soll ja dem US-Geheimdienst NSA über Jahre geholfen haben, europäische Firmen und Politiker auszuspähen. Was wusste das Kanzleramt darüber? Das ist nur eine von vielen, vielen Fragen. Seit mehr als einem Jahr versucht der NSA-Untersuchungsausschuss jetzt schon, die Affäre aufzuklären. Heute im Zeugenstand der ehemalige Chef des Bundesnachrichtendienstes Urlau. Jeanette Clark ist für uns in Berlin. Was kann man denn von seinen Aussagen heute erwarten? Ja, guten Morgen. Ernst Urlau ist in mehrfacher Hinsicht hier ein interessanter Zeuge für den NSA-Untersuchungsausschuss. Denn seine Amtszeit, die begann 2005, genau in jenem Jahr also, als der US-Geheimdienst NSA begonnen hat, Selektoren, diese Suchbegriffe, die ja E-Mail-Adressen oder Telefonnummern sind, an den BND zu übermitteln. Was unter anderem dazu geführt hat, Sie sagten es, dass hier ja vermutet wird und in Rede steht, dass der BND über Jahre der NSA geholfen hat, europäische Partner auszuspionieren. Also Ernst Urlau wird also gefragt werden, wie sah das denn zu Beginn an aus? Wie wurden denn diese Selektoren übermittelt? Und es steht ja hier auch in Rede, ob der BND dem NSA geholfen hat, willentlich, wissentlich oder willfährig. Denn bisher hat sich hier im Ausschuss ein Bild durch die Zeugenaussagen herausgebildet, dass der BND bei der Selektorenprüfung erst nicht so genau hingeschaut hat und als er es dann getan hat, keinem was davon gesagt hat. So wird Ernst Urlau auch konfrontiert werden mit der Aussage von seinem Nachfolger, nämlich der aktuelle BND-Präsident Gerhard Schindler, der war vor wenigen Wochen hier im Ausschuss als Zeuge und der hat gesagt, ja, die Selektorenprüfung, diese Prüfung der Selektoren, die wir von den Amerikanern bekommen haben, die war von Beginn an unzureichend und unvollständig. Und das war ja eben genau in Urlaus Amtszeit. So, und ein zweiter Umstand macht ihn interessant. Er war nämlich, bevor er BND-Präsident war, Abteilungsleiter im Kanzleramt und da für die dienstliche Kontrolle des BND verantwortlich. Und ob die funktioniert hat, das ist hier in der Tat ebenfalls eine entscheidende Frage, die wir heute vielleicht beantwortet bekommen.